dann gibt es Krieg. Das sage ich dir gleich. Haushaltsplan durcheinander bringen und da stehe ich überhaupt nicht drauf. Also da muss ich bleiben. Nein, nein, jetzt red ich. Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht, weil wir angeblich von ihr, man sieht hier, was er angesprochen hat, kein Obst nicht im Haus haben, obwohl man sieht, es ist Obst im Haus. Das Kinderzimmer, hast du auch mal die Größe gesehen? Hast die Menge an Spielzeug gesehen, alles? Aber jetzt wird weiter diskutiert. Ich habe mal probeweise in der Küche geguckt, deine Anspielung mit Obst und so weiter. Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Bei uns ist hygienisch sauber, es wird jeden Tag gesaugt, es wird einmal in der Woche gewischt und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. Das Miststück kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Mein Haushaltsplan durcheinander bringen und da stehe ich überhaupt nicht drauf. Wenn die nochmal so anfängt, dann kriegt sie das Letzte von den Ersten zu hören und dann so weiter. Jetzt kann sie mich mal kreuzweiden am Arsch lecken. Die Sprüche anhören, dass ich meine Familie nicht liebe, dass ich meine Frau nicht liebe und mich nicht interessiert, wo meine Frau ist. Das ist alles von Hohn. Das ist eine oberflächige, blöde, mistige Zicke. Blablabla.